Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Remix. Ja, ein Remix ist auf jeden Fall schon der Next Step im Vergleich zu einem Re-Edit oder einem Mashup, denn hier werdet ihr auf jeden Fall deutlich selbst aktiver, was die eigene Produktion angeht. Hier könnt ihr natürlich auch samplen und auf gewisse Grundstrukturen ja zurückgreifen, weil ihr remixt ja einen Originaltrack, der so schon besteht, aber auf jeden Fall ist hier noch deutlich mehr Eigenleistung gefragt und deswegen sind wir hier auf jeden Fall schon auf der nächsten Produktionsstufe. Ein Remix ist auf jeden Fall eine wunderbare Möglichkeit, um sich bei Labels Gehör zu verschaffen. Sprich, ihr möchtet vielleicht später mal Produktionen dort landen, dann könnt ihr auf jeden Fall mit dem Remix schon mal einen Fuß in die Tür setzen. Und auch zum Beispiel, was Booking-Agenturen angeht, habt ihr hier auf jeden Fall ein deutliches Argument, was euch in die engere Auswahl bringen wird. Generell ist es natürlich eine wunderbare Promo, denn hier steht ja euer Künstlername direkt beim Track dabei. Bei Mashups und Re-Edits ist es auch immer die Frage, inwiefern die dann wirklich die Runde machen, weil sie ja nicht direkt verkauft werden oder groß veröffentlicht werden. Das sind ja eher Sachen, die ihr nur für euch macht. Beim Remix ist es natürlich schon was anderes. Der kann offiziell über einen Vertrieb groß veröffentlicht werden. Insofern habt ihr eine große Verbreitung über eben Labels, über Künstler, die den spielen, über den Künstler, von dem der Originaltrack ist. Also da macht ihr auf jeden Fall mit eurem Künstlernamen schon ordentlich die Runde. Das Ganze darf man auf keinen Fall unterschätzen. Die Bekanntheit des Originalkünstlers und des Labels werden natürlich auf euch abfärben. Also hier habt ihr eine enorme Zunahme an Reputation. Und insofern habt ihr deutlich bessere Referenzen, wenn ihr dann später mal bei Booking-Agenturen anklopfen möchtet oder auch mal andere Anfragen habt für neue Remixe oder eben zum Beispiel neue Produktionen, die ihr gemacht habt, die ja nur original von euch sind, die ihr dann auch auf ein Label bringen möchtet. Da habt ihr auf jeden Fall gute Argumente. Die Produktionsarbeit ist natürlich nicht ganz so aufwendig wie bei einer Eigenproduktion, denn ihr könnt hier schon auf diese Infrastruktur, die euch vom Originalkünstler zur Verfügung gestellt wurden, zurückgreifen. Das ist also eben eine gute Möglichkeit, um hier nochmal den Next Step zu machen, ohne jetzt noch die ultimative Eigenarbeit zu bringen, denn so eine eigene Produktion wird definitiv nochmal länger brauchen, da ihr hier nicht schon eine gewisse Vorgabe habt von Melodien oder eben Rhythmusmustern, an denen ihr euch schon orientieren könnt. Hier ist nochmal mehr Kreativleistung gefragt und deswegen ist ein Remix auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Wenn ihr zum Beispiel schon bei einer Booking-Agentur seid oder bei einem Label was released habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne diese Kontakte nutzen, um euch wieder neue Remixe zu verschaffen. Denn hier hat das Label gute Möglichkeiten, untereinander das zu vernetzen. Oftmals ist sogar das gewünscht, damit, wenn der eigentliche Originaltrack released wird, man eben noch eine ganze EP draus machen kann oder ein Mini-Album, ein Mini-Remix-Album, dass da eben generell mehr Output ist, dass man das Ganze als Album verkaufen kann. Und deswegen unterschätzt den Remix auf jeden Fall nicht. Und wenn man das Ganze eben chronologisch betrachtet, dann fangt erstmal Re-Edits und Mashups an. Wagt euch dann an Remixe, auch wenn ihr schon einen gewissen Namen euch gemacht habt. Und wenn das alles läuft, dann könnt ihr auch noch mit einer eigenen Produktion aufwarten, die Leute hoffentlich dann richtig flasht. Und somit gibt es dann auch nach oben kein Halten mehr, was eure Bekanntheit, was die Höhe der Gage und ähnliches angeht. Denn hier hängt es dann nur noch davon ab, wie gut der Track dann wirklich einschlagen wird. Aber deswegen auf jeden Fall die eigene Produktion im Endeffekt immer noch das Ziel aller Ziele. Wenn ihr den Remix erstellt, dann passt auf jeden Fall auf, dass ihr natürlich auch noch trotzdem eben diese Anlehnung, diese Art Hommage an den Originaltrack schafft. Denn der eigentliche Künstler hat sich natürlich auch was dabei gedacht, dass er diesen Track als Remix freigibt und erwartet natürlich auch eine gewisse Gegenleistung, arbeitet hier wirklich korrekt und gut mit den Leuten zusammen.
Und immerhin bekommt ihr hier ja auch schon die Originaldateien, dass ihr hier auch noch was dran drehen könnt. Und eben behaltet immer im Hinterkopf, dass die Anlehnung an den eigentlichen Track noch gegeben sein muss. Meistens ist es eben über Melodien, den gewissen Groove oder eben Vocals. Und deswegen behaltet das Ganze im Hinterkopf. Das ist ja kein Freifahrtsschein, mit den Spuren hier die wildesten Sachen zu treiben. Und macht euch hier auf jeden Fall keine Feinde. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.